Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute öffnen wir ein japanisches Display von der Serie VMAX. KleinMAX heißt die, glaube ich. Auf jeden Fall, ja, das ist in Deutschland noch nicht rausgekommen. Ich glaube in Amerika oder England auch noch nicht. Auf jeden Fall, da werden 7 neue Goldkarten drin sein. Da kann auch wieder ein Godpack drin sein, aber auch wieder nur in den japanischen. Und es werden, glaube um die 100 Character Rares geprintet, oder ja, werden da drin sein. Und auch ganz viele alternative Formen. Also Leute, das Set ist einfach nur cool. Bekomme ich das hier so auf? Leute, wie bekomme ich das auf? Ich drücke kurz auf Pause, mach das auf. Auf jeden Fall, ich habe es jetzt hier geschafft. Das war doch gar nicht so schwer. Ich hatte nur nicht die Geduld. Und wir haben hier, ich glaube, das sind 10 Packs. Vielleicht auch 15. Oder ich glaube aber, das sind 10. Auf jeden Fall, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, es sind 10 Packs. Und wir fangen einfach an. Ich meine, schaut euch einfach mal, wie cool das schon aussieht. Und ja. Muss man Kartentrick machen? Leute, ich habe keine Ahnung. Eine Feuerenergie. Die sieht voll cool aus. Dann, ich weiß nicht, wie das heißt. Sorry. Walterball. Oder, ja, ich glaube, Walterball. Benette. Oder Benette, ja. Oh, wir haben eine Holo. Weiß ich auch leider nicht, wie das heißt. Und dahinter haben wir noch eine Holo mit Glurak. Voll cool. Und, Leute, einfach ein Infernopod. Das sieht auch, VMAX, das sieht auch gut aus. Ich weiß nicht, ob wir jetzt, ich glaube, wir haben wieder in jedem Pack eine V oder VMAX. Und Leute, schaut euch einfach die Karte, die dahinter ist, an. Sieht man das? Man sieht das, ah, ja doch. Wie die glitzert und wie gut das Artwork aussieht. So, Formio. Sieht man das gut? Ja, ich glaube schon, aber ich lege die jetzt nicht hier hin. Ich lege nur die Holos und die House oder VMAX. Ja. Ich hoffe sehr auf einen Godpack oder auf eine Character Rare. Und wir einen Drassler, glaube ich. Ein Formel in der Sonnenform. Auf jeden Fall, ich weiß leider nicht alle Namen. Oh, Leute! Leute! Was soll ich zuerst eins lieben? Wir haben hier irgendeine Trainerin in Full Art. Und die sieht schon mega gut aus. Schaut euch einfach mal die Farben dahinter an, Leute. Voll cool. Und wir haben eine Character Rare. Die gab es ja in Welten in Wandel. Gab es die zum ersten Mal und jetzt gibt es sehr viele neue und ich hoffe, wir ziehen auch ein paar. Also voll cool. Okay, wir haben eine Wasserenergie. Ein Wuffels. Ich glaube, Prisma-Energie oder sowas. Kommandutan Holo. Dann Befehl vom Boss oder so. Leute! Leute! Schaut euch die Karten doch einfach mal an. Wir haben hier einen Logok VMAX und da, ich weiß nicht, ob ihr seht, das ist seine Trainerin. Und das meine ich mit den neuen Karten. Da ist in jeder V-Karte von den neuen einfach auch noch der Trainer mit dabei und die Karten sehen auch so cool aus und hier auch wieder eine tolle Character Rare. Es kann ruhig so weitergehen. Eine Psychoenergie, ja. Wir haben eine Relaxo-Holo, ein Gardevoir-Holo, ein Mimikma-V und dahinter haben wir so eine, hier so eine Energie,
Und ja, das glitzert auch voll. Wie viele Packs haben wir noch? 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben noch 6 Packs. Oder noch 5 gleich. Und ja. Leute, ich bekomme das, ja, oder? Habe ich? Ich hab's gleich geschafft. Eine Metallenergie, ein Glutexo, ein Evoli. Ein Hundemon oder Hundemon, Holo. Ein Inteleon Holo. Leute, ja, Zeraora, V. Eins meiner Lieblings-Pokémon. Und dahinter haben wir nochmal, ja, so eine von diesen Karten. Mit diesem coolen Effekt. Und ja. Vielleicht haben wir ja ein Gold-Pack. Und leider kein Gold-Pack. Macht aber nichts. Irgendeine Holo, ich kenne den Namen leider nicht. Wieder noch eine Holo, ein Thermapod. Und Leute, auch einfach mega cool. Gardevoir mit ihren, ja, mit ihren Trainer. Und Leute, der hat auch eine Maske an. Ich hoffe, das ist nicht wegen Corona. Auch voll cool. Und wir haben noch 4 Packs. Auf jeden Fall, wir haben hier noch eine Blitzenergie. Ein Dedenne. Formio und der Schneeform oder Regenform. Volauso, Holo. Ein Zapdos, Holo. Leute, ein Pikachu V-Max. Und dahinter Hundemon als Charakter Rare. Oh, Leute, das sieht einfach so gut aus. Vor allem das Hundemon. Heißt es Hundemon oder Hundemon? Aber Leute, die Karten sehen einfach so gut aus. Auf jeden Fall, weiter geht's. Wir haben eine Stahlenergie. Mary, ne Holo, dann Barrikadax Holo. Leute, ein Galalavados V. Und dahinter wieder so eine Karte mit diesem voll coolen Effekt. Man sieht den aber auf der Kamera nicht so. Und ja, Galalavados V finde ich cool. Und wir haben ein Pantyfrost. Oder ja, Flamara. Ein Holo. Dann noch Deleon Holo. Ein Conorosper, ich glaube Schimmelreiter, V-Max. Und dahinter noch so ein Glutexo mit ja, man sieht jetzt ein bisschen besser mit diesem Holo. Wir haben noch ein Pack, Leute. Auf jeden Fall eine Feuerenergie. Ein neues Pokémon. Ich glaube, die Weiterentwicklung von Kubuin. Oder, ja. So sieht es irgendwie aus. Und ja. Ein Holo. Frostjette Holo. Ein Pikachu V. Und noch, ich glaube, das heißt irgendwie verfluchter Friedhof oder so. Weiß nicht genau. Auf jeden Fall, Leute. Ihr könnt sehen, die Ausbeute ist einfach nur gut und vor allem diese neuen Charakter Rares. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.